genauso sein wie alles. Ich kann einen Bot übernehmen. Das kannst du laut sagen. Ich könnte den Bot übernehmen, wenn ich. Ah, ich hab den. Ich hab den Supporter-Bot. Perfekt. Sehr schön, perfekt. Ich den Medic. Neue Folge Wolf. Ja. Wieder mit Justus und mir. Und das Spiel und ist eingefroren. Nein, es funktioniert noch. Super. Nein, und vor allen Dingen, wir sind gerade alle in einem Bot-Game und haben trotzdem unsere Rollen. Ah, das finde ich toll. Total das wissen super. Wir bloß nicht. So, jetzt müssen wir hier mal das Monster finden. Die letzte Partie ging ja so ein bisschen unglücklich aus. Es gab wohl dann eine Abstimmung am Ende, was wir jetzt überlegt haben. Warum ruckelt denn das gerade? Bei mir ruckelt es immer mal komisch. Es gab wohl eine Abstimmung und das Monster und zwei aus dem Team haben für Neustart gestimmt, wodurch die Partie nicht gewertet wurde, was ganz schön doof ist, weil... Ja, und ich finde es halt auch richtig unnötig, dass das Monster mit abstimmen kann. Ja, das ist unfair, vor allen Dingen, wenn es so gut läuft für einen der beiden Seiten. Das ist natürlich blöd, dass die anderen dann... Aber ich weiß auch nicht, wie man es anders machen soll. Ich habe gerade hier alle 30 Sekunden... Du teleportierst dich gerade irgendwie. Ja, ich habe irgendwie einen Lag, aber ich weiß nicht genau, warum. Hatte ich ja eben auch nicht. Und ich habe ja nichts geändert am... Wo ist er hier denn? Achso, wegen Wasser, wegen dem Licht. Er spürt mich. Ja. Na, ist natürlich jetzt ganz klug, weil wir werden hier gefressen und er... Oh, da hinten ist er. Wie ist er da hingekommen? Man weiß es nicht, vielleicht durchs Wasser. Okay, also wenn wir einen Goliath haben mit Laufwaff, dann weiß ich wie, aber ich habe die Spuren hier, also hier drüber ist er gegangen. Okay, es tut mir leid, Leute, es ruckelt gerade irgendwie. Also ich habe irgendwelche Lags, ich weiß aber nicht genau warum. Oder was die Scheiße. Kannst du uns mal ganz kurz. Also kannst du mal ganz kurz mir helfen? Hier ist ein Buff. Ja. Ich bin hinter euch, ich versuche irgendwie. Also wäre ganz nett, wenn du mich mal ganz kurz heilen könntest. Also mach am besten deinen Flächenheil, weil du bist selber ziemlich low. Ja. Ich sehe dich ja. Achso, du bist hinter mir die ganze Zeit. Ja, ich musste gerade im Wach töten. Sehen. Na, dann ist ja gut. Dann haben wir das ja geklärt. So. Kill ihn. Das ist ja seltsam, das hatte ich ja auch noch nicht. Mal so komische... Jetpack-Aufladegeschwindigkeit um 300%. Das ist doch top. Das können wir richtig gut gebrauchen. Oder weißt du, 600% Sprunghöhe? Vor allen Dingen, weil der uns gerade so blöd wegrennt, der Typ. Ja, ich entschuldige mich. Ich hoffe, bei der nächsten Partie ist es dann wieder besser. Jetzt müsst ihr mal alle 30 Sekunden mit diesem einsekündigen Kugler leben. Ich wurde ein Riesenmaul. Ja, braves Mädchen. Ziel auf die Schwachstelle. Raubtier tot. Macht's halt kaputt, dann kann er es nicht mehr fressen, das ist doch schön. Doch, kann er. Ja. Ja, super. Es ist er in Phase 2 und wir... Wir haben ihn kein einziges Mal gesehen. Nee, ist richtig. Aber er ist hier in der Nähe direkt, er ist hier im Wasser. Ja, wenn er schlau ist, bewegt er sich ja auch möglichst viel. Ja, wenn er schlau ist, evolvt er im Wasser, weil dann sehen wir die Stelle nicht, wo er evolvt hat. Also er ist hier in Richtung Wasser gegangen, auf jeden Fall. In Richtung Relay geht er. Okay. Was ist denn mit meinem Internet los, Mann? Ah, ich weiß, wo er evolvt hat. 200 Meter nach dort hinten, okay. Also er hat direkt vom Relay hat er evolved, ich sehe die Stelle. Naja, vielleicht will er sich in der Nähe des Relays halten, damit er insgesamt dann nicht so weit laufen muss bis dahin. Ja, wie gesagt, die Taktik, die Jäger erst ans andere Ende der Map zu locken, ist halt ganz gut. Aber ja, hat er nicht schlecht gemacht. Also das erscheint mir jetzt schon wieder, er ist hier bei mir, er ist 100 Meter nur weg von mir. Ach, von mir gleich mal 200. Ist er von dir aus... Beschreib mal, läuft er in Richtung Relay von dir aus oder nicht? Ich weiß ja nicht, wo er hinläuft. Ich sehe ja nur, wo hier Vögel aufgescheucht wurden. Ah, Mann. Also ich bin hier auf jeden Fall in seinen Spuren. Ab hier hat er gesneakt. Ey, da ist einer von uns ziemlich low. Könnte ich mal... Ja, wenn er hier in die Nähe kommt, dann wird er auch bei geil. Bei mir ist er. Ich höre ihn durch die Gegend donnern. Stapfen? Da ist er! Oh fuck. Na also, die Vögel hier sind extrem reich. Markieren. Markiert. Scheiße. Ich
Haben wir den Typen schon wieder geholt? Ja. Ja, ja. Sind alle auf den Beinen. Medic, ich bin verletzt. Ich heil dich doch schon. Ist ja gut. Pipu. Zurück! Weiter so! Spuckt wir sind Feuer. Durch die Panzerung! Au! Au! Hey, nicht auf mich, ich bin der Medic, mich darf man nicht angreifen. Au! Medic, nein, ich liege! Scheiße, 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 stell mich auf! Ah, steht direkt über mir, das ist jetzt schlecht. Ja, 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 jetzt! Assault, jetzt stell mich doch auf! Help me, bring me back! Fuck! Scheiße! Okay, tot, danke. Ja, super, kümmert euch nicht um den Medic, der euch alle heilen kann. Ist eine gute Idee. Lieber noch eine Sekunde länger Schaden machen. Wehe, der lässt sich jetzt umbringen hier, der Wehe, der hilft mir jetzt nicht. Macht er aber nicht. Okay. Er lässt sich lieber umbringen. Kämpft alleine sagen, gegen den... Verloren. Ja, wir haben einfach verloren. Wie ärgerlich. Nee, doch nicht unser... Nee, der andere, ja. Nee. Wow. Nee. Das war nix. Schade. Schade, schade, schade. Aber der Typ war gut. Na gut, immerhin Stufe 5 erreicht. Ist ja auch schon mal was wert. Na gut, immerhin würde ich als nächstes die Fressgeschwindigkeit kriegen, als Spieler, der nie das Ding spielt. Das Monster. Top. Also den Laserschneiderschaden kriege ich erstaunlich gut hin, aber irgendwie schaffe ich es nicht, meine Abwehrschaden da. Also Schildprojektor. Ja. Ich muss mal eine Runde lang nur mit dem Teil spielen. Wäre vielleicht ganz gut, ja. Ich muss auch mal ein bisschen gezielter die Sachen pushen bei meinem Medic, damit ich mal die anderen Sachen freischalte. Lazio ist halt schon echt ein ganz geiler Charakter. Dann einfach mal weiter ins nächste Match. Nimmst du überhaupt gerade auf? Ich nehme gerade auf. Oh, okay. Hier wird einfach fett aufgenommen, weißt du, das ist mir jetzt hier alles egal. Ich mach da keine. Ja, guck dir das an. Guck mal, wo er die ganze Zeit war, er war immer am anderen Ende. Er hat das echt gut gemacht, er hat uns echt gut und immer durchs Wasser, da sind wir ihm einmal, da sind wir ihm begegnet, dann hat er uns auch gleich besiegt. Ja, schön. Ja. Bravourös. Boah, wir sind ja erst genau richtig gegangen, aber man sieht halt, dass der Goliath viel schneller ist. Er ist viel schneller und er hat uns dann immer übers Wasser ausgetrickst. Also, naja. Ja, er ist halt immer... Top. Gut gemacht. An wen auch immer, wer auch immer das gespielt hat, das Monster. Sehr schön. Ich fand es halt jetzt schade, dass wir nicht wussten, wonach wir suchen müssen. Ja, ist richtig. Naja, weil wir in dieses Bot-Game reingekommen sind. Naja. Gucken wir mal, was jetzt abgeht. So. Warten auf Ladevorgang. Immer noch. Medic. Und ich bin Hank. Here we go. Was nimmst du eigentlich mal mit? Also Sprunghöhe. Naja, ich nehme jetzt. Oh, jetzt kann ich mir mal überlegen. Verursachten Schaden brauche ich nicht. Ich nehme Jetpack. Aufladung. Sprunghöhe. Ich nehme immer die Sprunghöhe. Ja, die ist aber schon auf Stufe 3, so wie ich das verstanden habe. Ich nehme jetzt mal die anderen Sachen mit. Ja, weil die Sprunghöhe ist halt als Dingen schon extrem gut, weil du dann halt dein Jetpack ziemlich schwingst. Ja, das ist richtig. Das ist super. Das werde ich auch wahrscheinlich wieder nehmen, wenn ich das alles so ein bisschen aufgelevelt habe. Aber jetzt erstmal nacheinander die verschiedenen Sachen. Halt shit, hands off. So. Und nun? Die sagen ja heute gar nichts. Irgendwie? Und töten wir es. Wow, das war die Kampfansage. Ja, das ist echt beeindruckend. Ja, also dagegen ist eine Schlachtenansprache von Aragorn in Herr der Ringe gar nichts. Sehr beeindruckend gewesen. Ach, so, klar. Auf geht's. Da hinten sind schon Vögel. Was ist das denn für eine Map? Cool, mal was ganz anderes. Die habe ich noch nie gesehen. Ist die vielleicht neu? Die haben doch jetzt gerade erst wieder ein Update rausgebracht. Ich glaube gestern oder heute. Nee, heute Morgen habe ich das gedownloadet. Sieht aber auf jeden Fall sehr cool aus. Also, ist nicht die übliche Wüstenkacke, Wüstenwaldkacke. Sondern mal. Irgendwie sieht das extrem gut aus. Ich finde auch, mir gefällt das. So, da hinten sind Vögel, ich sehe aber noch kein Monster. Okay, hier ist er langgelatscht. Ja, aber er ist ein. Nee, was hat er denn hier? Menschen. Ja. Skelette. Ich fand's auch extrem witzig, wie mein Schatten da einmal in diesem Skelett drin stand. Das war bei unserem letzten Spiel, ne? Ja, da mit Ray.
Genau. So, er ist irgendwie da hinten. Ich laufe jetzt mal hier rum. Mich würde interessieren, ob man da ganz oben auf diese Häuser drauf kann. Ich denke schon, wenn man die erhöhte Sprunghöhe hat und volles Jetpack, dann geht das bestimmt. Warte, ich versuch's mal gleich. So, 170 Meter vielleicht. Nee, geht nicht, da ist unsere blaue Mauer. Ach nö. Wie ist denn der jetzt schon auf Stufe 2 gekommen? Ja, okay, es ist ein Race, glaube ich. Ja, super. Also das Geräusch hat gerade... Klang danach, ne? Kennst du eigentlich die Serie Stargate Atlantis? Ja, sicher. Ja, der Race ist ja auch daran angelehnt, ne? Darf man natürlich nicht verwechseln, die beiden Monstertypen. Oh, sie haben ihn. Sie haben ihn, sie haben ihn, sie haben ihn. Aber er ist hinter dem Felsen. Ja, nee, da gerade zwischen der Felsspalte konnte man ihn sehen. Seht mal, was ich gefunden habe. Oh, hat sich schon wieder einer schnappt. Ja, es ist ein Wraith. Mann, jetzt lass dich doch nicht immer wieder, du Volltrottel. Ich weiß nicht, was du bist. Gott, der gibt mir auf den Sack hier, ey. Er hat sich unsichtbar gemacht. Ja, die lassen sich hier gerade alle von einem Albino fressen. Das geht mir total auf die Nerven. Ja, ich bin jetzt ganz gerade ganz alleine gegen den. Das finde ich ein bisschen doof. Ja, ich auch. Aber es bringt ja auch nichts, wenn die anderen beiden tot sind. Die waren jetzt gerade beide vom Albino gefressen. Ja, ich finde es halt gerade ein bisschen doof, dass ich jetzt alleine in den Stück 2... Ja, wir sind doch nur 70 Meter hinter dir. Ist doch alles gut. Ich gehe über die Rohre. Da hinten. Der Typ ist ziemlich sneaky. Also er erinnert mich an Ray. Der hat auch 20 Minuten lang gesneakt. Okay. Ich sehe ihn, 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 ich sehe ihn. Er ist hier, er ist hier, er ist hier. Hab ihn markiert. Ja, pass auf, wenn er sich, wenn er irgendwann mal so richtig komisch sich verhalten sollte, ist das ein Google. Ja. Erwischt. Gefällt dir das? Ist jetzt ein Double, das hier ist ein Double, glaube ich. Das Monster ist frei. Naja, klar, er hat ja da hinten nochmal Vögel. Nee, das ist nicht sein Double. Ist er das wirklich? Ja, das ist er wirklich, weil er hat sich catchen lassen. Jetzt hat er sein Double gemacht. Jetzt hat er sein Double. Nicht angreifen, das ist sein Double. Wo ist er? Weil das Problem ist, dass er halt Schild für jeden Schuss auf sein Double bekommt. Ah, okay. Ich nehme die Medipistole. Zumindest wenn er es auf Stufe 3 hat, also. Okay, da hinten ist er, da hinten ist er. Ja, aber das ist ja auch so schnell. Ja, es nervt ein bisschen. Fallen sind bereit! Daisy attacked. Moment, ach, mir fällt gerade auf, dass ich schon wieder die ganze Zeit mit diesem Ding ballere. Mit dem. Das Ding ist betäubt. Es betäubt, es betäubt. Monster gefangen! Laserschneider bereit! Au! Das hat weh getan. Ah, ich habe einen Hit gemacht. Okay, er hängt. Geh mal ein bisschen zu ihm hin. Mal gucken, ob er dich angreift, bevor auf Trefferpunkte. Ich habe ihn noch ein paar Mal betäubt. Mist. Betäubung ist weg. Das ist. Ne, ist eigentlich sein Double. Technologie ist was Feines. Wie fühlt ihr euch, Leute? Wo ist er denn jetzt? Oh. Eben war er noch hier. Sag mal. Hey, da hinten, da hinten, da hinten. Oh, 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 oh. Lauf mal dahin. Ach, da ist er. Ich feuere auf den Geist. Greife eine aggressive Kreatur an. Au. Monster gefangen. Ah, ich bin irgendwie. Steck hier ein bisschen er geht fest. Komischerweise auf den Trapper. Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh Mann, lass mich doch mal vorbei, du dummes Wraith Fuckvieh, ey. Ah Mann, das war so klar. Ich wollte die ganze Zeit weg, um irgendwo auf den Berg zu gehen oder auf irgendeine Erhöhung, aber. Ja, ja, ja.
Mach dich auf! Monster gefangen! Okay. Nicht auf das Tubel schießen, bitte. Ich heile dich, Trapper! Ich schieße auf gar nichts. Ich heile. Schild bereit! Größer bist du geworden, ja, aber sicher nicht klüger. So, wo ist er denn jetzt wieder hin? Hallo, mein Kleiner. Unsichtbar versteckt. Hier oben, hier oben. Das Ding ist frei! Na, jetzt rennt er wieder sonst ja. hin. Ja, aber trotzdem, wir haben ein ganz bisschen HP-Schaden gemacht und vor allen Dingen sein Schild. Aber ich glaube, das wurde rausgepatcht, weil ganz am Anfang war es so, dass wenn du das Schild beschädigt hast, hier Wolfdauer halt seine Power dafür geschwächt wird. Aber gerade hat er sich ja auch ziemlich schnell geholt. Ja, ich denke auch, das wurde vielleicht rausgenommen. Tut mir leid, ich muss da ganz kurz weg. Zwischen Markov und der Bestie. Da klingelt wohl das Telefon. Bei dem Justus, da müssen wir mal gucken, dass wir das auch ohne hinkriegen. Bisschen das Blöde, dass er dann jetzt ja so weit weg steht. Wenn wir ihn jetzt wiederfinden. Ja, klar ist der wieder 200 Meter in die andere Richtung. Natürlich. So, ich habe jetzt aber ordentlich das Betäubungsgewehr verwendet. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich am Ende der Runde... Fuck, Stromrelais. Seht ihr? Müsste ich eigentlich belohnt werden dafür? Wir sollen Angst haben. Scheiße. Lasst euch nicht fressen. Nein, 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 nein. Oh, danke. Thank you. So, zurück zum Relay. Mist, ich bin schon ein bisschen beschädigt. Na, Mann! Warum sind denn hier überall so eine Mistviecher? Das geht mir so auf die Nerven. Ich will doch nur zum blöden Relais zurück. Jetzt bin ich vergiftet und... Ah, es ist alles eklig. Come back to the Relay, please. Das ist jetzt natürlich toll, ich wurde von einem Bot übernommen. Kommst du wieder rein? Ja, ich bin jetzt schon wieder der Bot. Okay, also ich bin beim Relais schon mal. Ja, ich komme jetzt auch sofort, 110. Das wäre... gut, wenn alle kommen würden. Stellen ja, ein Race ist halt eben. Nicht unbedingt so schwer, das ist gut. Ich denke auch, also jetzt gerade beim Relais verteidigen haben wir ganz gute Chancen, wenn sich nicht alle total dumm anstellen. Ich nehme schon mal meine Shieldgun in die Hand, sonst mache ich wieder den meisten Damage. So. Ne, hatte ich ja im letzten Match, ich habe es ja nachgeguckt in der Tabelle, ich habe genauso viel, also ich habe 11.000 und der Sult hat 10.000, glaube ich, gemacht. Okay, krass. Schon cooler Support. So, Fallen gelegt. So, jetzt. Komm irgendwie nicht zu dir hoch. Das ist blöd. Naja, gut, aber ist auch okay, wenn ich hier oben stehe. Wenn wir Glück haben, dann. Wenn wir Glück haben, bemerkt er mich hier oben nicht wirklich. Beziehungsweise beachtet mich nicht. Er muss ja hier erstmal hochklettern. Ja, ich gehe ja trotzdem nicht. Wieso ist Markov tot? Sind die behindert? Wieso lassen die sich denn jetzt von diesen blöden Affen umbringen? Ich drehe am Rad, ey. Das ist doch scheiße alles. Vor allem der gerade noch am wichtigsten ist. Markov ist tot. Ich fass es nicht. Daisy hat das Monster getroffen. Da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Das Monster hat sein Ziel vergiftet. Das ist aber schön. Monster wird gefangen. Arena aktiv. Okay. Wir haben ihn. Hab kaum noch Schildsaft. Ich nehme die Medipistole. Jetzt sind wir halt ohne... Unseren natürlich geht er auf mich, weil er nicht dumm ist. Fuck. Schläfst du etwa? Ja. Ach Mist, ich hab's gefällt. Ich bin den Berg runtergefallen. Ja, das haben wir verkackt, weil der Idiot sich hat umbringen lassen vorhin. Ey, ich bin auch tot. Jetzt verlieren wir ihn auch noch. Shit, shit, ja. Das war's. Wow, was okay. Ist denn das? Er lässt sich von einem Affen umbringen. Also wieso hat er wirklich... Wir hätten das alles brauchen können, was er kann. Und zwar richtig. Die Banane lässt sich von einem Affen umbringen. Also wirklich, ey. Das war jetzt raus. Der absolute Mega-Fail. Das war der absolute Mega-Fail. Das habe ich auch noch aber, nicht erlebt. Aber ich habe meinen Schildprojektor voll.
Ja, das ist gut. Jetzt muss ich nur noch schaffen, ein bisschen Schaden mit dem Ding in Orbitalschlag zu machen, aber das werde ich niemals schaffen. Ja, ist echt schwer damit zu treffen, ne? Also. Ich hab's noch nie hinbekommen. Ganz schöne Leistung. Ja, also, da müsste man eigentlich perfekt zusammenarbeiten mit solchen Harpunen und Fallen und so, dass er dann da wirklich festgesetzt ist und so. Also. Ja, nee, man muss das eigentlich, muss man es einfach nur, wenn du alleine bist, vor das Relay setzen und warten, bis deine Teamkameraden kommen. Hm. Ja. Es ist halt einfach, du kannst es auf einen Verbündeten draufsetzen oder aufs Relay. Für was anderes ist das nicht. Hm. Naja, haben wir wieder was gelernt. Gucken wir nochmal kurz, wo er so immer sich rumgetrieben hat. Na, wir waren aber eigentlich immer gar nicht so schlecht. Ja, wir waren die ganze Zeit dran. Wir waren immer dran. Wir haben uns, also von der Jagd her, haben wir das ganz gut gemacht. Dann haben wir ihn da nochmal erwischt. Dann ist er nochmal ein bisschen abgehauen. Ja, dann sind wir komplett in die andere Richtung gelaufen. Und dann schon zurück zum Relais. Dann haben wir da auf ihn gewartet. Dann hat er sich umbringen lassen. Und dann, ja, naja, super. Schön. Gut, das war eine interessante Partie. Wenigstens ist sie mal bis zu Ende gelaufen und wurde nicht abgebrochen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, Leute. Macht's gut. Tschüss.